Und damit hallo und herzlich willkommen zu mal wieder, ja, einer kleinen Runde ein neues Spiel anspielen. Und zwar sind wir heute in Moto Racer 4 unterwegs, oder auch kurz MR4, wie wir es oben schon sehen. Und ja, ich möchte am Anfang erstmal so ein bisschen was erklären. Und zwar habt ihr wahrscheinlich in letzter Zeit gemerkt, dass nicht allzu viele Videos, gut, das ist bei mir eh normal, das gab, glaube ich, noch nie wirklich mal viele Videos, die ich hochgeladen habe, aber dass auch nicht allzu viele Let's Plays besonders kommen, sondern dass ich eher so ein paar andere Projekte habe, zum Beispiel mit dem Let's Tune oder Let's Race Projekt oder so, dass ich das zurzeit eher bringe. Und da möchte ich am Anfang ein bisschen was erklären. Es werden wieder Let's Plays kommen. Die Sache ist nur, dass ich zurzeit nicht so viel Motivation habe, Let's Plays und so hochzuladen. Oder beziehungsweise auch aufzunehmen. Ich weiß nicht, das macht mir zurzeit nicht so viel Spaß, beziehungsweise habe ich nicht wirklich die Motivation dazu, das zu machen, woran es liegt. Vielleicht an der letzten Need for Speed Shift Folge, die mich komplett aufgeregt hat. Ich weiß es nicht. Aber naja, deswegen wird in nächster Zeit wahrscheinlich eher so ein bisschen was an so Nebenprojekten und all sowas kommen und weniger Let's Plays. Aber keine Sorge, die Let's Plays werden auch wieder kommen, sobald ich wieder Motivation dazu habe. Ja. Und heute habe ich auf jeden Fall Motivation, dieses Spiel hier mal wieder anzuspielen. Ist ja auch wieder etwas länger her, dass wir wieder so ein Spiel nebenbei angezockt haben. Und ja, Moto Racer 4, da habe ich vor, keine Ahnung, einen halben Monat oder so einen Key zu bekommen, und ich kam noch nicht dazu, das zu spielen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielen wir das doch mal hier. Das ist ein Motorradspiel, ist auch mal was Neues hier auf dem Kanal. Das hatten wir bisher nicht. Ich würde mal sagen, ich gucke erstmal in die Option rein. Ich habe noch gar nicht irgendwie reingeschaut. Video, ist das denn alles richtig eingestellt? Das sieht gut aus, sieht gut aus. Nachbearbeitung sollten wir auf maximal stellen können. Da sollte meine Grafikkarte gut genug zu sein. Der Rest, denke ich mal, ist schon ganz gut so eingestellt. Ja, ich denke mal, Audio, was haben wir hier? Soundeffekte und Musik. Ich hoffe mal, dass das nicht zu sehr copyright-mäßig ist. Steuerung, haben wir hier irgendwas? Bremse, Beschleunigung, Grundstück. Ja, ich denke einfach mal, dass das alles so ganz gut schon aussieht. Vibrationsstärke. Ach, das ist. Okay, mache ich vielleicht mal etwas niedriger, weil mein Controller in letzter Zeit so ein bisschen ausflippt beim Vibrieren, dass der dann teilweise so komische Geräusche macht. Das möchte ich nicht unbedingt im Video haben. Ja, ich denke mal, das ist nicht ganz so wichtig. Ja, ich würde mal sagen, wir springen einfach mal ins Spiel rein. Wie gesagt, wir haben noch kein Motorradspiel hier auf unserem Kanal gehabt. Ich selbst habe auch relativ wenig Motorradspiele mal gespielt. Ich kann mich jetzt nicht an das letzte Motorradspiel erinnern, was ich mal so gespielt hätte. Aber gut, umso besser, dann spielen wir jetzt hier mal. Willkommen bei Moto Racer 4. Sie spielen jetzt im Karrieremodus. Hier stellen Sie Ihre Fahrkünste in einer Reihe immer schwerer werdende Aufgaben auf die Probe. Sehen Sie sich in der Box um und wählen Sie zum Starten eines der beiden ersten Kapitel, die sich perfekt für einen sanften Einstieg eignen. Viel Glück! Ja, danke. Das werden wir auch direkt mal machen. Von 1 von Asphalt und Stahl. Ja, würde ich mal sagen, das machen wir direkt. Ja, wir können auch direkt die 2 machen, aber wir machen erstmal die 1. Wollen ja alles geregelt hier haben. So, überleben. Die Zeit läuft, jeder Checkpoint gewinnt Ihnen Zeit zurück. Okay. Ja, 50 Grad. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal direkt rein. Wir müssen. Ah ja, okay, das ist erstmal so ein Überlebensmodus, also sozusagen von Checkpoint zu Checkpoint, und wir müssen 4 Minuten überleben, um die volle Wertung zu bekommen. Mal sehen, ob wir das direkt schaffen. Bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht allzu viel über das Spiel. Ich glaube, als das Spiel rauskam, das war vor einem halben Jahr oder so, oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr mittlerweile schon. Habe ich mir mal so ein bisschen videomäßig was angeschaut. Ich glaube, damals beim LPN, der hat das mal kurz gespielt, aber auch nicht allzu lange. Ja, deswegen werden wir einfach mal heute reinschauen. Ich weiß nicht, wie lange wir spielen werden. Werde ich mal schauen. Oh Gott. Ja, Motorrad fährt sich natürlich ziemlich anders als
Ah, okay, wir können Wheelies machen. Mit dem Motorrad fährt es sich natürlich ziemlich anders als mit einem Auto oder so. Okay, Wheelie ist also so Nitro-mäßig. Okay, wir haben auch Gegenverkehr. Störung ist ziemlich arcadig, aber das war auch klar. Dieses Spiel ist ja an sich eher auf Arcade gemacht. Und keine wirkliche Motorrad-Simulation oder so. Eher so ein Fun-Racer. Okay, da mit dem rechten Stick können wir uns umschauen. Ja, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich echt sagen. Das dauert ein bisschen, bis man da mal drin ist. Nehme ich mal an. Oder zumindest dauert es für mich ein bisschen. Mir kommt es so vor, als ob das Spiel für mich auch so ein bisschen mitbremsen würde. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist das auch eine Fahrhilfe, die jetzt halt einfach noch drin ist. Müssen wir auch mal reinschauen. Mal, kann man das vielleicht hier mal schauen? Steuerung. Ne, das ist einfach nur das. Fahrtechniken. Ne, das ist einfach nur X. Driften. B, okay. Haben wir, glaube ich. Ah, okay, das X haben wir schon mal frei. Das kommt dann dran, wenn wir. Oh, wir haben überlebt, okay. Okay, anscheinend können wir zuerst nur das erste Ziel machen. Weil wir wurden jetzt direkt zurückgesetzt. Oder ich war einfach zu schlecht, ich weiß es nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Stern. Na, also so schwer war es doch nicht. Sie haben ihre erste Aufgabe bestanden. Der Weg zur nächsten Aufgabe ist freigeschaltet, aber er endet an einem weiteren Schloss. Um es zu öffnen, müssen Sie auch den zweiten Weg zur Aufgabe freischalten. Alles klar. Ja, dann heißt das, wir müssen das da unten noch machen. Einzelrennen. Gewinnen Sie das Rennen. Ja. So. Also, wenn wir Erster werden, bekommen wir 3 Sterne, Zweiter bekommen wir 2 Sterne und den ersten 3 werden, bekommen wir dann 1 Stern. Jo. Ich denke mal, das ist am Anfang jetzt noch so ein bisschen so eine Art Tutorial, um sich in das Spielgeschehen einzufinden. Aber schauen wir mal. Ist auf jeden Fall mal schön was anderes. So von der Spielweise her und so. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Grafik relativ gut. Dieses, ich sag mal, so ein bisschen comichafte mit den überspitzten Farben und so. Das finde ich doch ganz hübsch. Gerade die Umgebung erinnert mich so ein bisschen an Need for Speed Hot Pursuit. Mit diesen Wetwood-Wäldern hier. Oh Gott. Es ist also anscheinend auch relativ schwer, sich aufs Maul zu legen, sag ich, und leg mich aufs Maul. Gut, gegen LKW hat man da nicht so viel Chance. Aber man legt sich zumindest nicht direkt hin, wenn man mal ein bisschen von der Strecke abkommt oder so. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch ein bisschen auf Arcade gemacht, deswegen das wäre da vielleicht auch ein bisschen hinderlich. Also ins Handling muss ich mich echt noch gewöhnen. Ist halt kein Auto-Handling. So, was machen denn die Knöpfe hier? Kann ich hier irgendwas machen? Okay, so kann ich auch zurückschauen. Wenn ich auf den rechten Stick drauf drücke, da passiert nichts. Okay. Ah, da haben wir eine Hupe auf RB. Okay, was man da macht, weiß ich nicht. Da tritt man irgendwie. Oder so, keine Ahnung, was das sein soll. Auf X ist dieser Schlenker, dass man andere wegstupsen kann. Und auf A ist der Wheelie, okay. Weiß nicht, ob man dann noch irgendwie ein paar mehr Steuerungsmöglichkeiten bekommt. Muss ja an sich sagen, dass ich Motorräder gar nicht mal so, also ich finde die eigentlich relativ cool. Ich selbst bin zwar jetzt nicht so der Motorradtyp, aber ich habe einige
Freunde und Bekannte, die gerne Motorrad fahren. Mein Vater ist früher auch mal Motorrad gefahren. Hatte dann am Ende eine Kawasaki Ninja. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine. Hatte nur so um die 200 PS. Ist aber jetzt auch schon sehr lange her. Boah, da war ich noch in den Windeln, glaube ich. Aber hat er jetzt auch schon relativ lange nicht mehr. Also er ist auch danach vom Motorradfahren erstmal weggekommen. Ja, aber an sich finde ich Motorradfahren ziemlich cool. Muss auch sagen, dass es mich an sich selbst auch reizen würde. So, also ist nicht, würde zwar eher weniger gern sowas, was wir hier fahren, so eine Supersportmaschine oder sowas fahren. Sondern eher so eine so ein Naked Bike oder so. Die finde ich von der Optik her relativ cool, so als Cruiser. Müsste auch nicht so viel Leistung haben. Ich finde da eher dieses Kurvenfahren und so ganz cool und an sich auch dieses Freiheitsgefühl. Aber dann wiederum muss ich auch sagen, dass ich dann doch lieber auf vier Rädern unterwegs wäre, keine Ahnung, mit so einem kleineren Roadster oder sowas. Da bekommt man ja ungefähr ähnliches Gefühl, außer dass man eben nicht auf der Maschine drauf sitzt und so, sondern halt ein Auto hat, aber man hat ja auch dieses, ich sag mal, den offenen Himmel und all sowas. Und dabei auch noch so ein bisschen mehr Sicherheit. Weil Motorradfahren ist halt auch relativ gefährlich, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt nur, wenn du selbst einen Fehler baust, sondern du bist ja auch selbst für andere sehr schlecht einschätzbar und so. Aber an sich finde ich Motorrad ja schon echt cool, muss ich sagen. Warum haben wir jetzt nur einen... Warum bekommen wir nur ein Ziel, wenn wir einen Stern, wenn wir Erster werden? Müssen wir das dann nochmal fahren und danach bekommen wir es erst? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, jetzt haben wir das beides hier schon mal freigeschalten. Gut gemacht, sie haben Steam-Medaille, sie haben eine Steam-Medaille und zwei Motorrad-Upgrade-Punkte erhalten. Okay. In der Box können sie für das Motorrad ihrer Wahl ausgeben, um dessen Eigenschaften nach ihren Wünschen zu verbessern. Okay. Upgrade für Turbo-Modul. Turbo-Start. Erlangen Sie schon ab der Startlinie einen Vorsprung vor Ihren Gegnern. Okay, da müssen wir irgendwie im richtigen Moment anscheinend A drücken und dann gehen wir anscheinend vom Start her schon ein bisschen besser ab. So, und da haben wir jetzt die endgültige Aufgabe freigeschalten. Okay. Eine Meisterschaft. Aber ich würde mal sagen, weil die uns ja jetzt schon mal angeteasert haben, wo können wir das denn jetzt machen? Splitscreen. Karriere. Ach, auf X ist die Box. Okay, alles klar. Der Auftritt der Meister. Sie befinden sich in der Box. Hier treffen Sie die Fahrer. Sie alle besitzen ein Geländemotorrad und eine auf Tempo ausgelegte Maschine. Jede kann nach Wunsch angepasst und abgegradet werden. Meistern Sie Aufgaben, um neue Fahrer freizuschalten und Ihr volles Potenzial zu nutzen. Jo, wir haben bisher noch nicht allzu viele Fahrer freigeschalten. Wir haben bisher Sokudo, nicht Sudoku, wollte ich schon fast sagen. Nee, Sokudo. Mit einer MR416 wie heißt die? Umare Kawari. Das ist bestimmt ein japanisches Motorrad. Der heißt... Nee. Kenta Fujito. Fujita. Name Sokudo. Also, heißt er jetzt Kenta oder Sokudo? Keine Ahnung. Die exzentrische Kenta stammt... der Name ist Kenta, alles klar. Stammt, gelinde gesagt, aus der gut situierten Familie... Was für Wörter hier. Die sein Motorradrennteam finanziert. Seine große Leidenschaft. Hä? Die exzentrische Kenta? Seine große Leidenschaft. Ist das jetzt eine R oder eine I? Gut, vom Fahrer her sieht es eher aus wie ein R, aber naja. Eine Leidenschaft, die an Besessenheit grenzt. Er will der beste Fahrer aller Zeiten werden und Amund Traten übertreffen. Okay, dann haben wir noch unseren Bolt, den sind wir eben schon gefahren. Mitch Taylor, Name Bolt, Team WB oder WB Mechanics wahrscheinlich. Ein genialer Mechaniker, der geholfen hat, den Schatten aufzubauen, den Tratons ruhmreiche Karriere wirft. Okay. Manche sagen, er war auch der Miterfinder der original Turbomodule, aber ein Streit mit seinem ehemaligen Partner führte dazu, dass er das Patent aufgab. Seither führt er
die Familienwerkstatt zusammen mit seiner Tochter Amy. Okay, also er ist eher so der auf dem Boden gebliebene. Dann haben wir hier noch so ein paar andere, die hat aus irgendeinem Grund Katzenohren, ist wahrscheinlich so ein Anime-Charakter oder so. Ah, das Motorrad gefällt mir schon relativ cool von der Farbgebung her. Saul Wilson, Name, er hat keinen Namen, okay. Das Team Firestarter Industries. Saul, Enkel und Erbe eines Energiemagnaten, lebt ein einfaches Leben voller Partys, Ferien auf tropischen Inseln und angeborener Arroganz. Vor etwa einem Dutzend Jahren beschloss er, massiv in innovative Mechanik zu investieren und gründete die Tochterfirma Firestarter Industries. War das einfach nur eine neu entdeckte Leidenschaft? Ja, das werden wir wohl nie erfahren. Oder so. Okay, und... Ah, okay, so können wir auch das Dirt-Motorrad jeweils sehen. Das sieht bei dem so aus, okay. Und beim Sudoku... So, okay. Aber ich muss sagen, von der Optik her gefällt mir der hier am besten. Aber der ist nicht so schön ausgeglichen. Wie sieht das denn bei den anderen aus? Okay, die sind aber alle nicht wirklich ausgeglichen. Gut, sein Motorrad ist jetzt am ausgeglichensten. Und hat das beste Fahrverhalten. Was hat der denn noch für Farben? Gut, die Farben gefallen mir irgendwie nicht. Das sieht irgendwie aus wie, Green Hornet oder so. Ja, von den Farben her gefällt mir Saul am besten. Ja, das ist besonders schön. Was können wir denn bei Anpassen machen? Ach, da können wir sogar die Farben noch einstellen. Okay. Gut, das ist jetzt alles relativ viel Gehabe schon. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den. Wir können jetzt bei dem auch noch ein Upgrade machen. Nee. Y ist Upgrade, so rum. Ah, okay, da können wir... Wir haben 2 Punkte ja übrig, da können wir jetzt so ein bisschen was investieren. Dann würde ich mal sagen, Fahrverhalten sind wir schon relativ hoch. Dann machen wir noch 1 bei maximale Geschwindigkeit und 1 bei Fahrverhalten. Joa. Und dann wählen wir den auch einfach mal aus. Turbo-Einstellung. Ich würde mal sagen, das lasse ich einfach mal so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die damit meinen. Ja, und damit gehen wir dann auch schon in diese Meisterschaft hier rein. Ich würde mal sagen, da nach der Meisterschaft gucken wir dann mal in das Geländezeug rein. Um da auch nochmal einen kleinen Einblick zu erhaschen. Ist ja auch ziemlich faszinierend, dieses Motocross und so, was es da gibt. Von den Rennen her. Ui, der sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus. Hat so ein bisschen was von Thorn mit dem Anzug, der so ein bisschen leuchtet. Ui. Das Handling ist doch wirklich sehr direkt. Das ist mir etwas zu direkt, muss ich sagen. Auch wenn es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass er sich halt immer in die Kurve legen muss. Deswegen sieht es vielleicht nur so direkt aus. Okay, wir bekommen Punkte da Abzug, auch wenn wir nicht auf der Straße fahren, sondern auf dem Dreck. Und diesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die Punkte einem bringen. Ja, schön. Toll, ja. Sind wir jetzt schon bei Need for Speed angelangt, dass immer da, wo man langfahren möchte, ein Auto steht. Irgendwie fahren wir den Gegner gerade davon. Haben wir unser Motorrad schon zu sehr aufgerüstet oder was? Bin mir gerade auch gar nicht sicher, wie viel das Spiel normalerweise kostet. Ich habe das Spiel, wie gesagt, mal vor halben Monat oder so geschenkt bekommen. Oder beziehungsweise bei so einem Key-Giveaway bekommen. Mache ich relativ häufig mal mit bei so Zeug. Ich meine, kostenlose Spiele sind immer gut.
Okay, jetzt gerade können wir aus irgendeinem Grund Punkte für hohes Tempo. So, letzte Runde. Gehen wir mal ein bisschen Nitro. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie weit die Karriere jetzt noch umfangreicher wird, außer halt eben diese immer nur diese Sachen hier abzuklappern. Aber ich nehme einfach mal an, dass es von der Art her immer so bleiben wird, dass man eben ein Rennen nach dem anderen fährt und dadurch vielleicht ein paar neue Sachen freischaltet. Ist halt eher so auf Funracer gemacht, das Spiel. Und weniger wirklich auf eine umfangreiche Karriere, sondern eher mal ein Spiel, was man mal kurz anwirft für eine Stunde, zwei Stunden, um ein bisschen Motorrad zu fahren. Finde ich aber an sich vom Konzept her gar nicht mal so schlecht. Muss auch sagen, da ich jetzt nicht so der große Motorradtyp bin, auch wenn ich Motorrad natürlich an sich ziemlich geil finde, aber an sich interessiere ich mich halt mehr für Autos und so, ist das vom Spielkonzept daher auch relativ cool für mich, weil ich so einfach mal nicht direkt an Spiel gefesselt werde, immer weiterzumachen, sondern einfach mal so ein Spiel habe, wenn ich mal so denke, oh, ich habe aber Lust auf eine Runde Motorrad fahren, dass ich dann das Spiel mal kurz anwerfe und ja, eine Runde fahren kann. Deswegen finde ich an sich wirklich ganz cool. Könnt ihr auch mal reinschreiben, ob ihr das Spiel an sich schon so kanntet oder so und was ihr so von Motorradspielen haltet. Oder an sich auch von dem Spiel. Ich muss echt sagen, mir gefällt dieses Streckendesign und so. Es gibt viele kleine Details und so, das ist schon ganz schön gemacht. Oh, ich vergesse die ganze Zeit, dass wir diesen perfekten Start haben. Das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Aber das gefällt mir doch wirklich sehr gut. Mit den Bergen jetzt hier im Hintergrund. Ist jetzt natürlich grafikmäßig nicht das Spiel, was einen komplett umhaut. Aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also ich finde die Grafik echt vom Stil her richtig schön. Deswegen... Da verzeih es auch mal, dass so ein paar Kanten nicht ganz so glatt sind und so. Und der gesamte Stil ist ja auch so gemacht, dass es relativ verzeihend ist, was das angeht. Wie gesagt, dieser comic-mäßige Stil gefällt mir richtig gut. Weil es halt einfach mal was anderes ist. Auch wenn ich an sich gar nicht so ein großer Freund direkt von Arcade-Rennspielen, also komplett Arcade-Rennspielen bin, die halt einfach nur darauf setzen, dieses adrenalingeladene Fahrerlebnis zu geben. Aber das macht doch wirklich richtig Spaß, hier mal so ein bisschen rumzufahren. Mittlerweile hat man sich auch so ein bisschen ans Handling gewöhnt. Und das fährt sich doch wirklich sehr flüssig, muss ich echt sagen. Ah, okay. Wenn man im richtigen Moment A drückt bei einer Landung, dann kommt auch nochmal so ein bisschen Boost dazu. Aber das brauchen wir jetzt halt eigentlich gar nicht, weil wir fahren den Gegner gerade so ein bisschen davon. Weiß gar nicht, ob man die Schwierigkeit noch irgendwie einstellen kann. Aber gut, es sind ja jetzt auch erst die ersten paar Rennen, die sollen ja gar nicht jetzt so schwer sein, dass man direkt demotiviert wird. Online-Modus gibt es hier im Spiel auch.
Das könnte vielleicht auch relativ viel Spaß machen. Mal so eine Runde mit Freunden das zusammen zu spielen. Ich denke mal, sowas ist auch so die besondere Stärke von dem Spiel. Wenn ich es richtig gesehen habe, gab es doch sogar einen Split-Screen-Modus, oder? Da müsste ich gleich mal schauen. So, gibt es jetzt noch ein Rennen, oder? Oh, noch ein Rennen, okay. Diesmal auch eine neue Strecke. So ein bisschen stadtindustriemäßig. Boah, das sieht jetzt echt cool aus, muss ich sagen. Wie gesagt, mir gefällt... Ach, jetzt habe ich das schon wieder vergessen mit dem Start. Mir gefällt die Grafik wirklich gut, weil es echt mal was anderes ist. Es ist nicht so auf realistisch gemacht, sondern eher dieses... Comic-Cartoon-mäßige. Das ist echt cool. Würde ich mich bei mir mal so ein bisschen mehr an sich wünschen, dass mal so ein bisschen grafikmäßig was Neues probiert wird und nicht immer dieses wir haben die schönste realistische Grafik, es ist alles fotogen. Ich meine, das ist natürlich cool, wenn es so ist. Und bei manchen Spielen macht es auch einfach Sinn, so eine Grafik zu machen. Bei jetzt bei einem Forza, da würde so eine Grafik wie hier gar nicht passen, weil ich meine, die haben ja so ein bisschen den Anspruch, so es realistisch zu machen. Aber bei so einem Spiel hier, da finde ich das echt cool. Vorteil ist natürlich auch, dass man durch so eine Grafik in relativ niedrige Anforderungen schaffen kann, dass man das Ganze auch mal auf einem nicht ganz so guten PC spielen kann oder vielleicht mal unterwegs auf dem Laptop oder so. Boah, das sieht voll cool aus mit diesen ganzen Lichtern und so. Also da muss ich echt sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer der Entwickler von dem Spiel ist. Werde ich wahrscheinlich auch in die Beschreibung wieder reinpacken. Da werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken. Habe ich ja immer da unten stehen, was für ein Spiel ist und so. Aber wirklich Respekt, das sieht richtig cool aus. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich habe jetzt so gedacht, oh, das ist so jetzt so ein Spiel von einem kleinen Entwickler, mal so ein bisschen Motorradfahren und so. Aber das gefällt mir doch wirklich richtig gut. Vielleicht bringe ich davon auch mal ein paar mehr Folgen, weil ich bin echt angetan von dem Spiel. Und wenn es auch nur so ein paar Folgen im Let's Plays Projekt sind, können wir auch mal machen. Einzige, was mir jetzt halt ein bisschen negativ auffällt, ist eben, dass wir den Gegnern gerade komplett davonfahren. Vielleicht hätten wir diese Upgrades doch noch nicht machen sollen. Weil wir sind dadurch jetzt irgendwie komplett OP. Aber es sind ja auch erst die ersten paar Rennen, wo das Spiel noch so ein bisschen den Spieler ermöglichen möchte, sich ein bisschen einzufahren. Ich finde das Handling jetzt aber selbst echt gut gelöst, von daher... muss ich mich nicht wirklich einfahren. So, das haben wir auch gewonnen. Boah, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Hui. Oder zumindest ist meine Audioaufnahme bei 30 Minuten. Die Folge wird etwas niedriger sein. Wenn auch nicht viel. Ich habe relativ früh angefangen aufzunehmen. Was ich auch cool finde, sind diese kleinen Texte immer, die man in den Ladepausen hat. So, ja, wir haben jetzt diese erste Serie oder was auch immer das ist, abgeschlossen. Und so wie es aussieht, da es von der Folgenlänge sonst ein bisschen viel wird, machen wir das nächste hier in einer weiteren Folge. Ich wollte es eigentlich nur so eine einzelne Folge machen davon, aber es macht mir doch echt Spaß und da kann man auch mal mindestens mal eine zweite Folge machen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über Feedback freuen, was ihr so von dem Spiel haltet und ob ich ein bisschen mehr davon bringen soll. Mir selbst macht es wirklich sehr Spaß, deswegen
Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ja, ansonsten, ja, wenn ihr mehr Rennspiele und alles Mögliche sehen wollt und neu auf dem Kanal seid, weil ihr einfach ein Motorradspiel sehen wollt, wolltet, aber ja, ich bringe sonst auch Rennspiele und so, könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen. Würde ich mich selber freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ja, ich denke aber mal, das war's von mir. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Euer TK15, aka der Fossibär. Tschüss.